Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgefragt. Neben mir darf ich heute den neuen Landesgruppenobmann des Wirtschaftsbundes Niederösterreich begrüßen. Herr Wolfgang Ecker, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ja, Herr Ecker, Sie sind seit November 2018 der Landesgruppenobmann des Wirtschaftsbundes Niederösterreich. Wie gefällt Ihnen diese Tätigkeit? Ja, sie ist wunderbar, sie macht große Freude. Man spürt, wenn man durch die Lande zieht, wie man als Unternehmer mit anderen Unternehmern unterwegs ist. Nein, es ist ganz genauso, nein, es ist besser, als ich mir selbst vorgestellt habe. Ja, und Sie waren in den vergangenen 4 Monaten auf Zuhörtour in den Bezirken bei den Funktionären unterwegs. Welche Bilanz können Sie von dieser Zuhörtour ziehen? Also wir haben die letzten 4 Monate haben wir über 100 Betriebe besuchen dürfen. Wir haben mit über 500 Funktionärinnen und Funktionäre Gespräche geführt. Die Bilanz: Es ist quer durch das Land, quer durch Niederösterreich, die Themen Mitarbeitermangel, also nicht mehr Facharbeitermangel, wir sprechen mittlerweile von Mitarbeitermangel, und die Bürokratieabbau, das sind die 2 beherrschenden Themen. Es gibt dann in den Regionen einzelne Themen, die dann kommen, aber die Themen, die quer übers Land gehen, sind die 2 vorigen genannten. Ja, und was konnten Sie sich genau von diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch von den Funktionären mitnehmen? Mitnehmen konnten wir, dass wir in unser Programm unbedingt aufnehmen müssen, das Problem Facharbeiter, Mitarbeitermangel zu verbessern, das Bürokratieabbau konnten wir mitnehmen, dass wir da unbedingt vorantreiben müssen. Mitnehmen konnten wir, und das ist jetzt das Positive, dass es an sich sehr gut geht unseren Betrieben, unsere Betriebe sehr zufrieden sind, es ist mehr als genug Arbeit da. Und ja, aber wo gibt es nicht was Negatives, was Positives gibt es, eben das Negative daran ist, dass sehr viele schon nicht mehr die viele Arbeit leisten können, weil sie keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ja, Herr Ecker, Sie waren nicht nur auf Zuhörtour unterwegs, sondern haben auch eine Wirtschaftsbund-Umfrage vom unabhängigen IMAS-Institut durchführen lassen. Was passiert mit diesen Ergebnissen jetzt? Ja, diese Ergebnisse werden genauso eingearbeitet in das Programm bis 2025 wie auch die Ergebnisse der Zuhörtour, wo man aber an sich ganz deutlich sieht, dass sich die überhaupt nicht widersprechen, sondern genau angleichen. Das heißt, das, was wir in der Zuhörtour gehört haben, haben wir durch diese Umfrage auch bestätigt bekommen. Mhm. Ja, und zum Abschluss noch eine persönliche Frage an Sie. Sie sind ja auch Steinmetzmeister und haben einen eigenen Betrieb. Und was ist die Faszination von der Selbstständigkeit? Ja, die Faszination der Selbstständigkeit ist, eben selbstständig zu handeln, kreativ zu denken, ein Unternehmen zu führen, ja, was weiterzubringen und unabhängig zu sein. Und was mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, ist, dass ich gestalten kann. Und das ist, glaube ich, für einen Unternehmer was ganz Wichtiges, dass er den Freiraum hat zu gestalten. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu der Zuhörtour, dass uns teilweise durch die Bürokratie, was wir bei uns in Österreich haben, das Gestalten teilweise schwer gemacht wird, weil wir uns mit anderen Sachen halt beschäftigen müssen, die nicht vielleicht unbedingt notwendig wären. Ja, vielen lieben Dank fürs Kommen. Dankeschön, Herr Ecker. Bitteschön, gerne.